Ich denke, ich habe heute so schön knusprige Kartoffelpuffer gemacht. Ich mag sie gern mit so einer Joghurt-Kräutersauce oder mit Senf und dazu gibt es noch einen guten Salat. Und wie ich meine Kartoffelpuffer gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Für die Kartoffelpuffer nehme ich 6 bis 8 so mittelgroße Kartoffeln. Da sind ein paar größere dabei, deswegen habe ich jetzt 7. Ungefähr 750 Gramm. Zum Würzen braucht man Salz, Muskatnuss, Pfeffer, Knoblauch und zum Binden noch ein Ei und einen Esslöffel Mehl. Die Kartoffeln habe ich jetzt gewaschen. Jetzt werden sie noch geschält und dann gerieben. Entweder mit der Hand oder mit der Maschine. Und vorher tun wir es aber in so eine Schüssel ein Geschirrtuch rein, damit man sie dann schön auspressen kann. Reiben mit der stacheligen Seite von der Reibe, also händisch einfach so reinreiben. Aber weil ich nur so eine kleine Handreibe habe, mache ich das mit der Maschine. Und dazu muss ich mir die Kartoffeln gerade ein bisschen klein schneiden, damit sie in den Führungsschacht reinpassen. Und da verwende ich auch die stachelige Reibscheibe. Manchmal bleiben da noch so größere Stückchen hängen, so wie das. Das schmeiße ich aber nicht weg. Das schneide ich einfach klein und gebe sie zu der Kartoffelmasse dazu. Da schaue ich dann, ob ich noch ein paar solche Stückchen finde. Und die schneide ich eben, wie gesagt, nochmal ganz klein, feinnudelig und dann würfelig. Und so geben wir den noch dazu. Dann nehmen wir das Geschirrtuch so an alle 4 Seiten hoch und drucken die Kartoffeln aus. Das sind jetzt frische Kartoffeln, die lassen immer ein bisschen mehr Wasser. Wenn sie, also im Frühjahr, sind sie dann ein bisschen trockener, da haben sie nicht mehr so viel Wasser drinnen. Wenn dann das ganze Wasser heraus ist, stellen wir die auf die Seite. Die lassen wir derweil gerade im Geschirrtuch drinnen und lassen das Kartoffelwasser stehen, damit sich die Stärke, die da drinnen enthalten ist, absetzen kann. Während das Kartoffelwasser steht, können wir die Knoblauchzehen aufschneiden und eventuell einen Dip herrichten. Ich mache dazu so einen Joghurt-Sauerrahm-Dip. Wie viel Knoblauch ihr da rein tut, ist natürlich euch überlassen. Den Knoblauch pressen zuerst. Dann finde ich, lässt er sich viel schöner schneiden und dann klein würfeln. Wer das nicht mag, kann sie natürlich auch durch die Knoblauchpresse lassen. Da gebe ich mir jetzt gleich was für meinen Dip auf die Seite, also ein Drittel ungefähr. Ja, das genügt. Den Rest nehmen wir für die Kartoffelpuffer. Für den Joghurt-Kräuter-Dip schneide ich mir gerade noch ein bisschen Schnittlauch. So einen Esslöffel. Das könnt ihr aber genauso gut einen tiefgefrorenen nehmen. So in kleine Röllchen. Da geben wir noch Petersil dazu.
Auch so einen guten Esslöffel. Den habe ich noch gefroren da. Dann gebe ich da 4 Esslöffel von einem Joghurt dazu. Und also 2 Esslöffel von Sauerrahm. Dann wird das ein bisschen dicker und nicht so dünn. Das Ganze wird noch gesalzen. Und ein bisschen mit Pfeffer. Und da habe ich noch ein paar getrocknete Dillspitzen. Und das brauchen wir nochmal mischen. Dann noch probieren. Ja, für mich passt es. Ich lasse es auch so. Eben nach gute 10 Minuten oder Viertelstunde sieht man am Boden dann schon die Stärkeschicht. Da. Und jetzt schütten wir das restliche Wasser weg. Und am Boden haben wir da noch die ganze Stärke. Dann können wir uns da die Kartoffeln dazu tun. Die ausgepressten. Dann geben wir uns den Knoblauch dazu. Gut salzen. Ich denke, dass ein halber Teelöffel oder 2 gute Prisen braucht es schon. Kartoffeln brauchen ein bisschen Salz. Dann Muskatnuss. Pfeffer. Das Ei. Und so einen leicht gehäuften Esslöffel Mehl. Die Kartoffeln lassen nämlich durch das Salz nur mal ein bisschen Wasser. Und das Mehl nimmt es dann auf und dann wird es nicht zu wasserig. Das wird dann gut gemischt. Die Stärke vom Boden schön einarbeiten. Wenn alles gut durchgemischt ist, dann können wir gleich anfangen, die herauszubacken. Und dazu geben wir so ungefähr einen halben Zentimeter oder gut bodenbedeckt Öl in der Pfanne und erhitzen das. Wenn das Öl dann heiß ist, dann schalten wir eventuell ein bisschen zurück, eine Stufe, damit es nicht zu heiß wird. Und dann legen wir so einen Esslöffel in die Pfanne. Der wird dann ganz flach gedrückt. So einen halben Zentimeter bis Zentimeter dick. So mache ich das halt. Die müssen nicht perfekt sein. Und die werden dann da auf beiden Seiten schön goldbraun ausgebacken. Sollte sich in der Masse zu viel Flüssigkeit bilden, dann gibt es einfach noch ein bisschen Mehl dazu, 1-2 Teelöffel, so dass es halt nicht so flüssig ist. Und wenn die Ränder dann so schön goldbraun sein, drehen wir sie einmal um. Also die Farbe passt ganz gut. Die zweite Seite geht meistens ein bisschen schneller, also vorsichtig. Immer gut im Auge behalten. Und wenn die Rückseite dann auch eine schöne Farbe hat, dann können wir sie außer auf ein Küchenkrepp, um das zu viele Öl noch schön abtropfen zu lassen.
Und dann können wir schon die nächste Ration einlegen. Und ich lasse mir den Kartoffelpuffer jetzt schmecken. Vorher sage ich aber noch Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Vielleicht probiert ihr es ja aus. Ich wünsche euch gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.